Tactical options considered. Choice made. Ach man, ich hab keine Towerbase mehr. Warum bestellst du deine Gauss hin? Ehrlich, die bringt gerade gar Weil nichts. Weil Gauss. Nee, du baust aus, wir spielen ja eh gerade nicht ernst. Reicht aber schon. Let's get started. So bekannt wie. Der hat mich vielleicht abgefehlt oder so. Ich hab kein ACP bei, ich glaub ihr auch nicht. Ach nee, wir haben ja eh den kaputt machen den Kern, oder? Lasst ihn mal alle auf. Ja, das auch. Und wir haben noch ein paar. Stimmt, jetzt haben wir. Wir haben noch hier. Kriegspflichtige da. Kriegspflichtige. Ja. Ach, ist jetzt wieder aufgegangen, okay. Oh nee. Ist ja doof. Kann man nochmal drücken. Geht dann wieder zu. Vielleicht. Echt? Vielleicht. Boah. Ja. Schade. Ach, ich glaube fast sogar, die war schon standardmäßig immer zu. Nee, echt? Kann ja gar nicht. Du hast ja schon Blöcke. Nee, die Blöcke waren schon vorher hier dran, oder? Ja, nee, die habe ich da platziert gehabt. Von unten allerdings durch. Nee, dann sind die nur temporär zu. Okay, das kann sein. Ich meine, aber die war auf vorher. Ich glaube auch. Aber ich habe jetzt beide Garten auf jeden. Irgendwie bin ich fast der Meinung, dass viel später dann erst die ganzen Codes gebraucht werden. Deswegen war es ganz gut, durch abgeschlossen. Gehen wir jetzt eigentlich jede Map in der Reihenfolge durch? Oder? Ich weiß übrigens, wofür die Codes sind. Die ist bitte einfach. Ich weiß nicht, ob das mir egal ist. Der Kerl ist verdammt mal cool, sicher. Der soll kämpfen, verdammt. Und wir müssen uns um den PC kümmern. Macht schöne Geräusche, macht weiter. Leute, nächste Map. Wollen wir springen über. Okay, nächste Map. So, das Tor. Alright then. Ja, bin ich mal das Land. Was ist das hier? Ah, sieh mal. Kampfläufer, genau. Ich wusste, dass das kommt. Was denn? Durch so eine Security. Ding, weißt du, Magnetdetektor durch und dann bimmelt's. Okay. Oh, und hier sind Clipping-Fehler. Okay. Und Ziggen. Zeigen. Egal. Guck mal, wo ich bin. Ach, die ist Terroristin. Ja, ist sie. Das steht auch da drin im letzten. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Stimmt, haben die. Hi. Wie gesagt, ich hab's ihm ausgelogen gehabt. A bright and prosperous sanctum for all. Irgendwie hoffe ich ja darauf, dass ich hier hinten noch was finde. Bis auf vier Minen, die hier einfach rumliegen. Ach komm. Was, das reicht dir noch nicht? Ich will irgendwas finden, was irgendwie auch... Ja. Ich hab einen Clipping-Fehler gefunden, da wo man... Das ist mir egal. Kommt. Ja, ist doch cool. Das ist nicht cool, das ist langweilig. Ich hab Spaß. Ich merk's. Ich hoffe ja. Ich hab wirklich nicht gehofft, dass ich hier was finde, aber. Schade. Weil ich mir gedacht, dieser riesige Bereich hier hinten, der muss doch irgendeinen Sinn haben, aber nein. Ja, nö. Das ist ein Modell von unserem Schiff hier. Bei einem Turm wird's kaum sein. Naja. Ich
Haben hier, District 11. Da war ich ja gerade. Achso, ja. Komischerweise leuchtet das die 11 nur auf, wenn man drüben ist. Hä? Welche 11? Ja. Bei District 11. Bei dem Alarm-Ding da. Mhm. Ich jetzt das Teil, was hier eigentlich umgekippt ist, das ist ein Auto. Hier rüber gekippt ist, das ist ein Auto. Aha. War auch unwichtig. Ach, hier ist die fünfte Mine, okay. Das heißt, in jeder Map wird immer 5 Minen zu sammeln. Hier sind immer noch mehr Autos. Eine blinkt sogar noch, wie interessant. Mhm. Ich habe nie realisiert, dass es hier Autos sind eigentlich. Dass es hier wirklich Autos gibt. Ja, die waren halt im Intro, ne? Echt? Ja. Links neben dir. Wenn du dann bist, da steht ein Auto. Oder ich glaube sogar zwei. Ja, das weiß ich. Ist da hinten irgendwas von Interesse? Nee, kommt man nicht hin. Schade. Hier scheint echt nicht so viel zu sein. Ich will trotzdem Codes finden. Egal, wenn mir Leute sagen, dass sie nutzlos sind, finden will ich sie trotzdem. Na, nutzlos sind sie nicht. Ich will sie trotzdem finden. Also mir egal, was sie tun. Wenn du es mir sagst, dann hau ich dich. Sag ich dir dann auf Camera. Mit einem virtueller Schlag. Okay, nächste Map, oder wie machen wir jetzt? Au, warum krieg ich hier Schaden? Boah, nächste Map dann halt. Ayo. Na? Naja. Gut, das heißt, es wäre jetzt noch neues Gebiet. Die Felsenfelder. Die Baustelle. Ich glaube, hier war auch was Größeres. Ja, das können wir sehen. Schauen wir uns die Moorfläche. Schau nicht auf die Steam-Oberfläche. Ja doch, da steht's ja. Ja, eben deshalb. Up and Adam. Ah, hier werden die Schweber charakterisiert, okay. Authentification required. Wenn wir einen Finger finden würden, könnten wir das machen. Hm. Irgendwie traue ich den Entwicklern das zu. Die irgendwo einen Finger versteckt haben. Was denn wir wofür? Finger finden. Ja. Okay. Ui, das sieht jetzt interessant aus. Irgendwie schon. Hier hinten geht's weiter. Ist irgendeine Tür. Aber es geht auch nicht weiter, weil hier eine Alpha-Wand ist wieder. I'm okay, no worries. Immer diese Alpha-Wände. Ah, hier liegen wieder die altbekannten Minen rum. Hm. Ich glaube, hier ist nicht viel. Doch, hier muss was sein. Ach, Waste Facility, okay. Ne, hier sind überall diese Wände. Aber stimmt, hier wäre die Tür, die passend zum Öffnen wäre. Problem ist eben nur, wir haben den Authentifizierungsdaumen dafür nicht. Wenn wir das irgendwie hinkriegen. Ach, was soll's. Wird wohl nicht gehen. Na, ich bin hier rauf schon mal gekommen. Ja, da war ich auch schon oben. Schade, klappt nicht. Nah, not
Da war ich auch schon. Oh Mann. Da oben gibt's wahrscheinlich nichts, oder? Ja. Ja, dann würde ich fast sagen, nächste Map, ne? Obwohl, warte. Was? Eine Sache sehe ich noch, die ich testen will. Ow. Ah. Wow. Okay. Ja? Nee, war bloß meine Maus, die rumgespackt hat. Achso. Ja, ich glaube, hier gibt's nichts. Schade. Ja, ich bin angekommen, wo kein Spieler hier sein sollte. An einer Stelle in der Map, aus der man nicht mehr rauskommt. Okay. Also der nächste. Ohnmächtig. Gut. Ach, das ist ja auch so eine schöne Map. Hab ich schon wieder rausgeschmissen. Jetzt verstehe ich, in dem Buch stand ja Isle of Strawberry drin. Das ist ein anderes Produkt von Coffee Stain Studios. Ach so. Let's fight. Sanctum gefällt es wirklich nicht, wenn wir so häufig die Maps wechseln. Nein, bin schon wieder rausgeschmissen. No time to waste. Schon wieder so ein Daumending. Aber da ist die Tür offen. Ja, schön. Macht einfach nur alle. Nimmt mich nicht mit. Halt, okay. Markus, bei Fuß. Wir warten jetzt noch auf den. Die Tür war vorhin aber nicht auf. Ich glaube, da geht mein Daumen. So, jetzt. Moment, hier. Warum bist du Charlotte? Es geht. Da, 401. Die 401. Ach, die Map ist das, ja. Hier ist sehr viel Platz, ja. Hier ist einiges. Und hinter also, dir. Stimmt, die war wirklich nicht offen. L4. 3, 2, 1. Ja, hier hinten geht's auch noch weiter. Das sieht nett aus. B2 ist irgendwie unschön gesetzt. Das Poster ist so geil. Das wird sweet gewesen sein, glaube ich. Das war sweet. Das war sweet. B2 ist schlecht platziert. Ja. Eisenschild. Es ist übrigens aufgefallen, dass das Bright Foundation Symbol so aussieht wie Läufer vom Raketenturm. Macht mir irgendwie Sorgen. Ja. Ach, hier ist noch so ein Vieh, was hier drin liegt, ne? Ja. Was genau ist das? Ach, so ein kleiner Läufer, oder? Ja. Ah, der nee, ist schneller. Spucker. Nee, so ein schneller, ja. Ja, Läufer. Okay, hier muss es noch mehr geben. Ja. Klar, eine Map hat meistens nur eine Sache, aber trotzdem. Hier zum Beispiel ist da wieder irgendwas. Eben, da laufe ich auch gerade hin, also. Aber die Tür ist effektiv zu. Im noch. Knopf in der Nähe. Und eine schöne Fahne. Gelb-weiß. Achso, das ist einer von den. Okay. Wow. Hier ist ein Teleportierer oder wie? Was wo? Ich weiß nicht, ich glaube hier. Ich bin da gerade drauf gesprungen und. Ja, nee. Das muss ein Sprungteil. Ja, nee. Hier war noch ein Knopf, der doch explodiert ist. Ja, toll. Vielleicht macht er irgendwas mit der Tür. Das mag ich. Ja, das kann sein. Hier ist irgendwo eine Tür mit Lab, wo Lab draufsteht. Okay.
Hier ist auch so ein Fingerprint-Scanner, aber der ist aus. Keine Ahnung, vielleicht kann man irgendwie anmachen oder so. Nee, die Tür ist noch zu. Alle. Hier unten bei mir ist eben noch eine Tür, die auch nicht auf ist, also. Noch eine Mine, aber auf diese Version finden wir wenigstens alle Minen, die es gibt. Mhm. Voll toll und so. Yes. Au. Hasch. Treffer und versenken. Wenn ihr einen Spaß habt, ist alles in Ordnung. Er hat seinen Spaß, nicht ich. Hier unten ist noch ein Knopf. Wo? Der explodiert auch. Yay. Autsch. Ins Gesicht. Ich habe beide gleichzeitig drücken. Unwahrscheinlich. Ich weiß, aber du willst testen. Ach ne, der ist ja eh schon. Oh ja, stimmt. Der Knopf ist dann ja kaputt. Glaubt man gar nicht, dass der Knopf kaputt ist, wenn der explodiert. Ja, dann war's das auch wieder hier, ne? Können wir wieder gehen. Meinst du, ja. Also der nächste. Kann ich jetzt mal ein bisschen langsamer auswählen? Ja. Weil ich nämlich jetzt geladen habe, ja, okay. Dann der Hochstand. Pokerface. Ich nehme jetzt mal die Klempnerschuhe und so mit und den Doppelsprung. Warum? Na, ist doch cool zum Erkunden. Ja, Doppelsprung habe ich ja standardmäßig, also. Focus this time. No time to waste. Und ich bin jetzt schneller. Yay. Ich finde es irgendwas schön, wie bei Authentification Required einfach. Hm? Dass das required falsch geschrieben ist. Required. Schade, dass das aber auch nicht läuft. Yay, tot. Wie war es, nicht zu benutzen des Gerätes bei des Dummkopfen oder so, ne? Ja. Yeah. Bei das Dummkopfen. Bei das Dummkopfen. Hm? Hier oben war ich nie. Doch, das brauchst du. Genau. Ja, aber das mache ich hier nie. Oh, das ist nice. Wie so ein kleines Weltkarten-Hologramm. Ja. Zurück 3. Mit ganz vielen Runden. Oh, hier hinten ist was offen. War das immer offen? Was? Ja. Ich glaube schon, da sind noch Minen drin. Oh ja. Gucken. Hey, hier ist ein Foto. Von. Ach, von den Leuten. Das ist das Foto, was sie gemacht haben im, Dings. Okay. Und hier ist ein Code. We've got work to do. Hold on, I need more time. So, das ist der dritte Code dann wahrscheinlich, ne? Ja, hoffe ich mal. Und da ist, was ist das? Exotic Juice. D. J. 5, 3. 4, 5. 5, nicht S, ich kann nicht schreiben. 4H. Start finished. Das war's hier aber auch wieder, ne, glaube ich. Sieht fast so aus, ja. Ja. Wo keine Technik ist, kann auch sonst nichts sein, also. Na dann los, oder? Ich hab grad Spaß mit dem Minen. Schön für dich. Warte mal, wie war der Code? Warum? DJ53434H, oder? Warum? Weil ich's wissen will, ich schreib mir die auch auf. Natürlich. DJ53454H. Das haust dir nicht, Löwy. Nee, ich. Mich interessiert's halt. Interessiert dich nicht, du kennst einfach schon die Lösung und willst das dann gleich als erster testen können. Stimmt's oder habe ich recht? Hab recht. Eben.
Aber lass mir das bitte vielleicht, weil wenn du die Lösung schon kennst, ist das nämlich doof. Ja, yeah, deswegen sage ich ja nichts. Du willst trotzdem Erster sein. Ja, was heißt der Erste? Mich interessiert es halt, was dahinter steckt. Und ich will sie jetzt wissen und nicht erst, wenn ich alle 8 gefunden habe. 8 sind es also, okay. Mhm. Aha. Also weiß das jemand doch schon, also... Oder er vermutet einfach. Das ist kein Vermuten. Das ist nee, hat er nachgeschlagen. Ich weiß es wirklich. Das heißt aber auch, dass wir ein paar übersehen haben. Haben wir? Hm. Nicht sicher. Gut, wenn du weißt, dass es 8 sind, dann weißt du ja wahrscheinlich auch, wo man die Erstlinien herbekommt. Nö, das weiß ich nicht. Außerdem, es gibt einige Maps, also das... Wahrscheinlich wird werden in den späteren Maps die restlichen sein, so kann auch sein. Möglich, ja. Weil du hast gut gesehen, dass in manchen Maps hier wirklich alles abgesucht, also. Ist die Mine wieder auf mir? Was? Ist die Mine wieder auf mir? Ja. Ja? Wie wär's, wenn wir jetzt doch mal vielleicht... wieder wechseln? Ja. Okay. Mal warten.